du Arbe oder Salbe. Kloppen uns mal hier durch. Dürfen nicht allzu lange dauern. Slup. Und, naja, dann gucken wir mal, wie es mit unserer kleinen römischen Mafia hier weiterläuft. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass... Schick den mal los. Oh. Es nähert sich falsch. Ich bin schon gewundert. Wieso geht das hier nicht weiter voran? Da kommt die Infanterie. Wir sollten eigentlich mehrere Flotten aufkreuzen. Nicht nur die paar. Hä? Du schießt dir mal hier an. Ja, da wird ein bisschen zusammengeschossen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Unser General wird angegriffen. Elefanten! So. Was macht die KI jetzt schon wieder? Egal, muss ich nicht verstehen. Kann ich hier versenken, oder nicht? Kann ich, aber... Mann, treffe ich ja doch. Wie lauten eure Befehle? Hey Ari! Elefanten für den Kampf bereit! Hey Ari! Die sind ein bisschen zerschlagen. Kommt also schon mal hier hin. Sucht euch eure Ziele, Männer! Schnell vorrücken! General! Ja, die haben irgendwie keinen Bock. Erwarte Befehle! Schon treffen, ne? Na, kannst du auch lassen. Hallo? Eure Befehle? Los geht's! Irgendwas stimmt definitiv nicht mit unseren Armeen. Metzeln hier ja alles nieder.
besetzen. War das alles? Ich hab gesagt besetzen. Ja, wieder zivil. Will ich hier einen Flottenhafen haben? Bringt mir hier großartig was? Geht so. Schon tatsächlich hier. Bisschen was wird hier einen Flottenhafen bringen, aber halt nur ein bisschen was. Hier ist halt sonst weit und breit nichts. Und falls ich... Das ist auch eine Flotte, ne? Ja. Doof. Ach, scheiß auf die hier, Kurierstation. Ah, nee, brauchen wir nicht. Nahrung, obwohl Nahrung haben wir genug. Egal, brauchen wir also nicht. Handelshafen! Jo. Wir hungern nach einer Schlacht. Du kannst auch nochmal weiter. Kriegst du mir geheim... Du hast schon 10. Kommt aber auch, glaube ich... Ich schätze, durch den Dude hier. Schmuggler, Anführer, Seher, Ökonom. Streng, überzeugend. Doch nicht? Nanu? Ich dachte, irgendwo hat er was. Nee. Hat doch nicht alles erhöht. Hätte schwören können, es kommt jetzt durch den Dude. Naja. Geheime Aktion. Nahkampfwaffe für alle Einheiten. Steht zusammen. Wirklich auch die Einheit steht zusammen. Drückt vorwärts. Okay. Mehr Hingabe. Kriegsschrei. Unterhaltskosten. Neue Aufschwunggruppe. Neue Aufschwunggruppe. Wagemut. Fertigkeit Einheit. Furchtlose Kriege. Unterhaltskosten. Motivieren Gruppe. Ah. Plus 4 Autorität. Loyalität. Okay. Rüstung. Wie sind damit unverwundbar? Mittler, schwere Belagung plus Rüstung, Verteidigung. Oh, 10% Nahkampf. Zu geringer. Toll. Brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Nahkampfangriff, Waffenschaden, nicht alle Armeeeinheiten. Ist genauso, aber hier sind die schweren Föderisten halt einfach nur zu immer. Und darauf werden wir sowieso gehen. Hinterhalt. Nö. Oh, mehr Bewegungsreichweite. Mehr Angriffsbonus, aber das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Schwere Belagerungsmaschinen, jetzt können wir gerade mittlere. Schwere Gewehrs am Schluss, na super.
Oh, mehr Rüstung für Belagerungseinheiten. Ja, nehmt ihr mit. Jetzt sind die... Oh Mann. Die sind einfach echt nicht kaputt zu kriegen. So. Das wäre schon cool, neue Aufschwunggruppe und so weiter. Hier halt dann... Drückt vorwärts. Weiß ich nicht, was es macht, ehrlich gesagt. Oh, mehr Bewegungsreichweite. Oder halt hier. Das ist auch, also... Kommst du wieder zurück? Das hier, Loyalität, Kraftkonzentration plus 4 Autorität. Ist schon übel. Ich glaube, wir sollten uns echt mal ein bisschen auf Dinge konzentrieren. Ja, toll. Okay, jetzt haben wir es trotzdem schon direkt weitergemacht. Super. Ist dann noch mehr Geheimaktion. Und er hat diese Fähigkeit, drückt vorwärts. Was auch immer die jetzt macht. Too late. Aber dafür hat er eine gute Nahkampfwaffe. Hier ist alles wie Metzeln ordentlich weg.